Hallo und willkommen zum samstäglichen BlackBerry Base Podcast. Dieses Mal auch mit einem Video, das wir für euch bei YouTube hochladen. Im Prinzip mit den besten Outtakes, wenn wir uns dann tatsächlich mal versprechen, was ihr bis jetzt natürlich nicht mitbekommen habt. Fangen wir direkt mit der ersten Meldung von dieser Woche an. BBM-Update für Android jetzt verfügbar. Der BlackBerry Messenger für Android hat ein neues Update erhalten. Das Changelog haben wir aus dem Google Play Store entnommen. Je nach Gerät variiert die Update-Version des BBM Messengers. Was ist neu? Kostenlose Videoanrufe. BBM-Nutzer mit iOS- und Android-Geräten können jetzt kostenlose Videoanrufe direkt über BBM tätigen. Aktualisierter Gruppenchat. Starten Sie eine Gruppe mit bis zu 250 Kontakten. Anzeigen von Fotos, Listen und Kalenderaktualisierungen in Chats. Kalender und Listen nur für Gruppen von bis zu 50 Kontakten. BlackBerry Base BBM Channel 2400 Abonnenten. Am 27.11.2013, nach einer sechsmonatigen Testphase, startete BlackBerry die öffentlichen Nachrichtenkanäle BBM Channels. Firmen, Marken oder auch Prominente konnten ihren eigenen Channel anlegen und somit tägliche Nachrichten, Bilder oder Filmchen je nach Informationslage posten. Auch unser Kanal wächst kontinuierlich und diese Woche dürfen wir den 2400. Channel-Abonnenten begrüßen. Ab den 2500. Channel-Abonnenten werden wir für euch eine kleine Überraschung starten. Danke für eure Treue und bleibt weiterhin gerne bei uns. BlackBerry optimiert seine Finanzierungsstruktur. BlackBerry möchte, so sein CEO John Chen in der letzten Woche veröffentlichten Pressemitteilung, den mittel- und langfristigen Zinsaufwand verringern und hat dazu gegen einen Aufschlag von 2,75% die vorzeitige Umwandlung einer ungesicherten Wandelschuldverschreibung mit einem Volumen von rund 1,3 Milliarden Dollar und einem Zinssatz von 6% angekündigt. Diese Umwandlung soll bis zum 1.9.2016 abgeschlossen sein und damit zwei Monate vor dem regulären Ablauf der Anleihe erfolgen. Zur Info, eine Wandelschuldverschreibung ist eine Anleihe, bei der neben dem Anspruch auf die Rückzahlung des gezeichneten Anleihebetrages und der vereinbarten Zinsen auch ein Wandlungsrecht über eine bestimmte Anzahl von Aktien des ausgebenden Unternehmens, in diesem Falle BlackBerry, besteht. An deren Stelle soll am 2. September 2016 eine neue, ungesicherte Wandelschuldverschreibung treten, die mit einem Volumen von 605 Millionen Dollar und einem Zinssatz von 3,75% ausgestattet ist. Dieses Vorgehen ist mit den wichtigsten institutionellen Anlegern, unter anderem Fairfax, abgestimmt. Die Laufzeit der Anleihe endet am 13.11.2020, ist also noch ein Weilchen bis dahin. Die weiteren Konditionen, so zum Beispiel der Kurs von 10 Dollar zur Konvertierung der Anleihe in Stammaktien, sind weitgehend identisch mit der ursprünglichen Wandelschuldverschreibung. Ausnahme, diese neue Wandelschuldverschreibung ist nicht vorzeitig einlösbar. Welche Gründe könnten BlackBerry zu diesem kurzfristig Liquidität kostenden Schritt bewogen haben? Dazu unser Fachmann Pragmatist. BlackBerry möchte mittelfristig, wie bereits oben erwähnt, den Zinsaufwand reduzieren. BlackBerry benötigt die vorhandene Liquidität nicht für weitere Unternehmenskäufe, da entweder keine geeigneten Übernahmekandidaten vorhanden sind, beziehungsweise John Chen den Umbau von BlackBerry als vorläufig abgeschlossen sieht. Die Geschäftsentwicklung von BlackBerry ist derart positiv, dass man auf rund die Hälfte des Finanzierungsvolumens verzichten kann. Wir beobachten weiter. Neues BBM-Update für Android. BlackBerry hat erneut ein BBM-Update für Android zum Download freigegeben. Das bedeutet zwei BBM-Updates für Android innerhalb von 3 Tagen. Man kann durchaus behaupten, BlackBerry arbeitet mit Hochdruck daran, die Android-Version des BBM Messengers gut im Betriebssystem zu implementieren. Das Changelog ist aus dem Google Play Store entnommen worden. Was ist neu? Vereinfachung des BBM-Channel-Profil und Option Beitreten. Freie Fahrt im Netz. Gute Nachrichten aus Brüssel. Lange wurde darüber gestritten, jetzt liegen die Leitlinien zum Schutz der Netzneutralität vor. Und in dem jahrelangen Kampf zwischen Netzaktivisten und Bürgerrechtlern auf der einen Seite und den Providern auf der anderen Seite scheinen sich erstere durchgesetzt und damit ihr Ziel, dass alle Daten im Internet gleichberechtigt und unabhängig von Herkunft und Inhalt behandelt werden, im Wesentlichen erreicht zu haben. Das dafür zuständige Gremium der EU, BEREC, was nichts mit Obama zu tun hat, Body of European Regulators for Electronic Communications, hat nach Prüfung der jeweiligen Positionen den bereits im Vorjahr zwischen dem Europäischen Parlament und der EU-Kommission gefundenen Kompromiss überarbeitet bzw. konkretisiert. Aber auch die Provider konnten einen Erfolg verbuchen. Das sogenannte Zero-Rating ist grundsätzlich weiterhin möglich. Somit dürfen die Provider für bestimmte Dienste, zum Beispiel eine Spotify-Premium-Mitgliedschaft, auch weiterhin das Datenlimit aufheben.
Zwar müssten nach dem Aufbrauchen des Limits auch theoretisch diese Dienste gedrosselt werden, dennoch haben hier die nationalen Regulierungsbehörden relativ freie Hand, ob sie diese Drosselung tatsächlich durchsetzen. In vielen Medien werden diese Leitlinien als ein Erfolg für die Verbraucher gewertet. Es bleibt abzuwarten, wie die Provider und Telekommunikationsanbieter darauf reagieren. So haben diese ja bereits vorab angekündigt, im Fall einer zu starken Reglementierung den Ausbau des 5G-Netzes zu überdenken. Dennoch stellen diese Leitlinien einen wichtigen Meilenstein im Streben nach einem diskriminierungsfreien Internet dar. Umfrage Lieferzeiten DTEC 50. Anfang der Woche erschien ein Bericht auf areamobile.de, in dem über eine mindestens einmonatige Verzögerung bei der Auslieferung des DTEC 50 durch BlackBerry berichtet wurde. Darin wurde auch auf eine offizielle Stellungnahme von BlackBerry verwiesen, die uns jedoch nicht bekannt ist. Hier im Forum sind ja doch schon einige User, die ein DTEC 50 in den Händen halten. Zum Teil haben diese auch bereits mitgeteilt, wo sie das Smartphone gekauft haben. Leider sind diese Informationen über die verschiedenen Threads verteilt und somit nur mühselig zusammenzustellen. Wir wollen es uns einfacher machen und haben jeweils eine Frage an die Besitzer eines DTEC 50 und an die noch Wartenden. Wo habt ihr das DTEC 50 gekauft? Wer im Forum wartet noch auf die Auslieferung des DTEC 50 und bei welchem Händler? Gebt uns doch bitte mal ein kurzes Feedback auf der Base. WhatsApp-Update für OS 10. BlackBerry spendierte diese Woche dem WhatsApp-Messenger ein kleines Update. Ein kurzes Feedback der Community ergab, dass diese Version im Großen und Ganzen einwandfrei funktioniert. Hinweis von unserer Seite, die WhatsApp-Version aus der BlackBerry Beta Zone ist die gleiche wie aus der BlackBerry World. Was ist neu? Fehlerkorrekturen und Performance-Verbesserungen. Internationale Funkausstellung SecuTablet erhält endgültige Freigabe durch das BSI. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie, BSI, hat das SecuTablet endgültig und offiziell für den dienstlichen Gebrauch bei staatlichen Behörden und Institutionen freigegeben. BlackBerry hat dies heute auf der IFA in Berlin bekannt gegeben. Nach der vorläufigen Freigabe, die zu Beginn des Jahres bereits erteilt wurde, ist dies nun die endgültige Bestätigung für den hohen Sicherheitsstand des von SecuSmart veredelten und abgehärteten Android-Tablets, das auf der neuesten Version des Samsung Galaxy Tab S basiert und den US-Regierungsstandard MAM integriert hat. Wie schon die SecuSuite für BlackBerry 10 erfüllt und auch das SecuTablet die strengen Sicherheitsrichtlinien der deutschen Regierungsbehörden. Es nutzt die SecuSmart Security Card, die verantwortlich für die sichere Übertragung von mobilen Daten sowie die Verschlüsselung aller auf den Geräten gespeicherten Informationen ist. Im Laufe des Jahres soll auch die SecuSmart Sprachtechnologie hinzugefügt werden. Der BlackBerry Hub dient auf dem SecuTablet als zentrale Sammelstelle für E-Mails, Kalendereinträge und Benachrichtigungen aller genutzten Anwendungen. 10 Nummern auf einer SIM-Karte mit BlackBerry-Technik. Viele Firmen geben ihren Mitarbeitern heute ein Diensthandy. Wer also sowohl auf seiner privaten als auch seiner geschäftlichen Nummer erreichbar sein will, musste bisher mehrere Geräte mit sich führen. Wofür es früher noch ein Dual-SIM-Handy brauchte, reicht heute dank BlackBerry eine App. Der Provider 3 Hong Kong hat einen neuen Service für seine Nutzer gestartet. Mit Numbers Master können Nutzer bis zu 10 Telefonnummern auf einer SIM-Karte nutzen und ohne Einschränkung jederzeit mit allen Nummern Anrufe empfangen und tätigen. Der Service wird möglich gemacht durch Techniken der Firma Movito, die BlackBerry vor einiger Zeit aufgekauft hat. Er startet vorerst nur für iOS sowie Android. Das war's auch erstmal wieder für diese Woche mit unserem Podcast. Euch wie immer vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.